So, fangen wir an. Es ist 3:30. So, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Konrad Zuse, künstliches Leben im digitalen Universum. Ich freue mich über Ihr Interesse. Auch Herr Professor Horst Zuse ist heute da. Das freut mich besonders. So, den meisten von Ihnen wird Konrad Zuse ein Begriff sein, nehme ich an. Er ist mit seinen ersten Rechenmaschinen bekannt geworden, die er Ende der 1930er Jahre hier in Berlin zu entwickeln begann. Um diese Rechenmaschinen soll es heute hier aber nicht gehen. Ich möchte Ihnen vielmehr die Dinge vorstellen, die weniger bekannt sind. Und zwar sein Konzept der technischen Selbstreproduktion, seine Vision technischer Keimzellen und das digitale Universum. Und Sie werden sehen, das ist alles miteinander vernetzt. Eingangs möchte ich jetzt erst einmal denen, die Konrad Zuse noch nicht so genau kennen, den Computerpionier einmal vorstellen und denen, die ihn bereits kennen, nochmal ins Gedächtnis rufen. Hier sehen Sie eine Aufnahme um 1965. Konrad Zuse wurde 1910 hier in Berlin geboren, verbrachte seine Kindheit in Ostpreußen, seine Jugend in Hoyerswerda und kam dann zum Studieren nach Berlin zurück. Die Eltern folgten ihm nach Berentung des Vaters, der Vater war Postbeamter im mittleren Dienst, zusammen mit der jüngeren Schwester. Für Zuse stand eigentlich immer das Berufsziel fest, Ingenieur zu werden. Dazu hatte er auch das Talent. Aber er begann zunächst ein Studium im Fach Maschinenbau. Da vermisste er allerdings die freie Entfaltung seines schöpferischen Geistes. Und so wechselte er zum Fach Architektur. Da war er aber auch enttäuscht, denn er hatte sich vorgestellt, hier könnte er jetzt das schöpferische Gestalten und die Ingenieurskunst zusammenbringen. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Er hat dann seine Studien unterbrochen durch den Versuch, Reklamezeichner zu werden. Und schließlich 1935 schloss er hier in Berlin an der Technischen Hochschule seine Ausbildung als Bauingenieur ab. Und im Anschluss 1935 war er dann als Statiker bei den Henschel Flugzeugwerken in Schönefeld bei Berlin beschäftigt. Dort hat er immer wiederkehrende Berechnungen durchzuführen. Und die waren ihm schon als Student sehr lästig. Und so entschloss er sich, dieses Rechnen zu automatisieren. Er war so überzeugt von dieser Idee, das Rechnen zu automatisieren, dass er die Anstellung bei den Henschel Flugzeugwerken aufgab und im elterlichen Wohnzimmer eine Werkstatt einrichtete. Und dort begann er dann, eine automatische Rechenmaschine zu bauen, mit Hilfe von Freunden und Familie. Und diese Z1 wurde 1938 fertiggestellt. Den Nachbau können Sie hier im Technikmuseum sehen. Und diese Z1 funktionierte rein mechanisch mit hunderten einzeln ausgeschnittenen Blechen, Biege- und Stanzteilen und Gestängen. Und diese Maschine hakte natürlich immer wieder. Deshalb hat Zuse dann mit der Z2 die Relay-Technologie erprobt und mit der Z3 ging er dann schließlich in die Geschichte ein, denn diese Z3-Maschine wurde als vielleicht erster funktionstüchtiger moderner Computer 1941 einem kleinen Kreis von Wissenschaftlern vorgestellt. Und der Herr Horst Zuse, der führt morgen den Z3-Nachbau drüben im Technikmuseum um 11 vor, wenn Sie Interesse haben. Ich glaube, es ist beeindruckend. Ja, diese ersten Maschinen Z1 bis Z3 sind nicht erhalten und auch kaum Aufzeichnungen oder Fotografien oder Notizen aus dieser Zeit, denn das alles ist bei zwei größeren Bombenangriffen in Berlin verloren gegangen. Was aber überliefert ist aus dieser Zeit und was sehr neugierig macht, sind 4 stenografische Notizen, die ich Ihnen zeigen möchte. Die sind alle datiert auf 1941 und die sind übersetzt, sodass wir sie lesen können. Die erste stenografische Notiz beschreibt das Problem der Werkstatt, die imstande ist, sich selbst wieder zu konstruieren. Es geht Zuse also um ein System, was sich selbst nachbaut. Dann gibt es eine zweite stenografische Notiz von 1941. Da geht es um ein Aggregat, das sich selbst in verkleinertem Maße wiederherstellen kann. Dieses verkleinert sich wieder und so weiter, bis eine Fabrik entsteht, die unter Mikroskop arbeitet. Dieses kann man umgekehrt wieder beliebig vergrößern. Es ging Zuse also nicht nur um ein System, das sich selbst nachbaut, sondern dieses System sollte verkleinerte Ausbauten erzeugen, so dass am Ende ein komplexes technisches System, eine Fabrik entsteht, die man nur noch unter Mikroskop sehen kann. Und daraus wiederum sollten größere Systeme wachsen. Das sind jetzt die einzigen Informationen aus den 40er Jahren zur technischen Selbstreproduktion, die uns überliefert sind. Es gibt dann noch 2 weitere stenografische Notizen. Die beschäftigen sich mit dem Weltall als Relay-Kosmos.
Hier schreibt Suse: Wellenbewegungen des Äthers sind Fortpflanzungen von Schaltimpulsen, ähnlich wie Relayketten. Wissen Sie, was der Äther ist? Ja, Herr Suse? Ein fiktives Gas. Genau, sehr gute Umschreibung, ein fiktives Gas. Der Äther war ein Konzept der klassischen Physik. Man hatte damals angenommen, das Universum sei mit einem Stoff erfüllt. Und in diesem Stoff sollte sich Licht ausbreiten wie Schall in der Luft. Also Licht sollten Wellen von etwas sein. Und weil man sich vorstellte, dass sich Licht wie Schall in der Luft ausbreitete oder wie Wellen in einer Flüssigkeit, ließen sich in der klassischen Physik die Flüssigkeitstheorien auf die Lichtausbreitung anwenden. Dieses Konzept ist erst nach 1900 durch die Theorien der modernen Physik abgelöst worden. Also heute wissen wir, dass es ein Äther nicht gibt. Das war damals aber anders. Ja, stimmt, Einstein. Und Zuse hatte nun in seinen Z2- und Z3-Maschinen, die mit Relays funktionierten, beobachtet, wie sich dort ein Impuls durch die Relayketten fortschaltet und hatte angenommen, so könnten sich auch Impulse jedweder Art durch das Universum, also durch den Äther, fortschalten. So, dann haben wir eine zweite, auf 1941 datierte stenografische Notiz, die überliefert ist. Da geht es um rechnende Räume. Nachbildung des Äthers, der Luft oder andere Medien durch Rechenmaschinen, die räumlich in großer Zahl nebeneinander angeordnet sind. Also stellte sich Zuse vor, der Äther könnte ein gigantisch großes Netzwerk aus miniaturisierten Computern bestehen, miniaturisierten Rechenmaschinen, die alle wechselwirken. So, das sind die einzigen Aufzeichnungen aus dieser Frühzeit in den 1940er Jahren, die uns überliefert sind. Weiteres ist nicht bekannt. Ist ja, wie gesagt, alles verloren gegangen im Krieg. So, Konrad Zuse gelang dann noch während des Krieges der Transport der Z4-Rechenmaschine, die übrigens damals noch V4 hieß, V für Versuchsgerät, von Berlin ins Allgäu. Und dort gründete er dann 1947 das Zuse-Ingenieurbüro Hopferau bei Füssen. Das ging dann wenig später über in die Zuse KG, die dann in Bad Hersfeld ansässig wurde. Hier sehen Sie eine Aufnahme der Zuse KG in Bad Hersfeld. Das war das erste deutsche Unternehmen, in dem Computer in Serie hergestellt worden sind. Und nicht nur Computer, auch der automatische Zeichentisch Graphomat Z64 wurde entwickelt und ein Parallelrechner unter dem Namen Feldrechenmaschine. Der kam allerdings nicht auf den Markt. Diese Firma hatte zeitweise mehr als 1000 Mitarbeiter. Aber Ende der 60er Jahre kam es dann zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die Zuse KG wurde letztendlich durch die Siemens AG übernommen. Der Name gelöscht und Konrad Zuse schied aus dem Betrieb aus. Da war er Mitte 60. In seiner Autobiografie, in der ersten Auflage, schrieb Zuse, nach diesem Ausscheiden aus seinem Unternehmen war er jetzt wieder frei für wissenschaftliche Arbeit. Und 1967 veröffentlicht er einen Artikel mit dem Titel Über sich selbst reproduzierende Systeme. Das ist die einzige Veröffentlichung zu diesem Thema von ihm. So, er setzt sich in diesem Artikel also grundsätzlich mit Gedanken zur Selbstreproduktion auseinander, stellt Vergleiche mit der Biologie auf und kommt zu dem Schluss, dass sich selbst reproduzieren, sich selbst nachbauen bedeutet und damit eine Frage der Automatisierung von Fertigungseinrichtungen sei. In diesem Artikel ist dieses Schema abgebildet. Wir haben ja also in der Mitte eine sich selbst nachbauende Montageeinrichtung auf einem mechanischen Grundrahmen. Und diese sich selbst nachbauende Montageeinrichtung sollte eine Kopie von sich selbst erzeugen, wenn von außen vorgefertigte Teile zugeführt werden und ein elektrischer Antrieb gegeben ist. Die Bildunterschrift lautet: Einfaches sich nachbauendes System, bei dem der Fertigungsprozess aus Montage besteht. Wie ich durch die Auseinandersetzung mit dem Thema festgestellt habe, stimmt dieses Schema weitgehend mit dem Aufbau der Montagestraße SRS 72 überein. Und dieses Projekt möchte ich Ihnen nun vorstellen. Also, Konrad Zuse war nun nach dem Ausscheiden aus seiner Firma wieder frei für wissenschaftliche Arbeit und reichte dann 1969 bei der Fraunhofer Gesellschaft einen Forschungsantrag ein. Und dieser Forschungsantrag, der trägt den Titel Montagestraße im Rahmen sich selbst reproduzierender Systeme. In diesem Forschungsantrag gab Zuse an, dass er
ein Gesamtsystem unter dem Titel Montagestraße plant und einen Teil davon, nämlich eine Schraubensetzvorrichtung, bauen möchte. Eine Zielstellung formuliert er nicht. Ein Jahr später reicht er einen zweiten, ausführlicheren Forschungsantrag beim Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft ein. Und in diesem Antrag geht es um eine Studie zur Durchführbarkeit dieser Forschungsaufgabe. Also Zuse möchte eine Schraubensetzvorrichtung bauen. Er möchte eine Schraubensetzvorrichtung bauen, beschreibt die sehr detailreich, legt diesem Forschungsantrag zahlreiche Zeichnungen bei und formuliert hier auch eine Zielstellung 1970. Und zwar Ziel seiner Forschung ist es, die Phase der biologischen Evolution auf die Technik zu übertragen, in der Zellen erstmals imstande waren, sich zu reproduzieren. Diese Zielstellung klingt in diesem Forschungsantrag etwas absurd, deplatziert jedenfalls, und ich komme später darauf zurück. Jedenfalls, dieser Forschungsantrag wird genehmigt und Konrad Zuse beginnt dann zu Beginn der 70er Jahre in seinem Atelier in Hünfeld mit der Konstruktion der Schraubensetzvorrichtung. Die sehen Sie hier im Bild. Das ist eine Aufnahme von Zuse selbst aus den frühen 70er Jahren. Sie sehen hier eine Steuerung, die hat übrigens Professor Horst Zuse mitentwickelt damals. Und hier sehen Sie die Schraubensetzvorrichtung. Das ist also ein Aggregat auf zwei Schienen, das hier hin und her fahren kann. Hier befindet sich ein Magazin für Schrauben. In diesem Magazin für Schrauben sind kreisförmig Schlitzschrauben angeordnet, mit dem waagerecht mit dem Kopf hier nach außen. Und dieses Schraubaggregat wird durch Schrittmotoren vier Stück angesteuert. Hier vorne befindet sich ein Werkzeug. Das Werkzeug, dieses Werkzeug kann automatisiert hier zum Magazin gefahren werden, klemmt sich dort in den Schlitz einer Schlitzschraube ein, fährt die Schraube raus und verbindet zwei Werkstücke, die hier vor der Maschine platziert sind. So. Zuse hat also mit dieser Maschine das automatisierte Schraubensetzen erprobt. Das war damals eine sehr frühe Entwicklung. Und dieses automatisierte Schraubensetzen schien ihm wohl sehr wichtig für die Konstruktion einer sich selbst nachbauenden Maschine, beziehungsweise, wie er das 1967 in seinem Artikel schrieb, für die Automatisierung von Fertigungseinrichtungen. Nach Fertigstellung dieser Schraubensetzvorrichtung konstruierte er dann ab 1972 in seinem Atelier, ups, das war nochmal die Maschine im Detail, die befindet sich heute im Deutschen Museum, diese Montagestraße, Montagestraße SRS 72. Das ist der Konstruktionstisch, das ganze System ist etwa 3 Meter lang und auf 4 parallelen Schienen befinden sich mehrere Aggregate, insgesamt 7 Stück, von denen die meisten beweglich sind. Das sehen wir jetzt hier nochmal im Detail. Wir sehen also hier 4 Schienen und darauf befinden sich eine Schraubensetzvorrichtung, deren Funktionsweise Zuse ja zuvor schon erprobt hatte. Dann befinden sich hier 2 spiegelsymmetrisch aufgebaute Bühnenwagen und 2 spiegelsymmetrisch aufgebaute Montagewagen. Die Bezeichnungen, die ich verwende, stammen alle von Zuse selbst. Die habe ich mir nicht ausgedacht. Also, diese 2 spiegelsymmetrisch aufgebauten Bühnenwagen hier in der Mitte sind mit Greifern ausgestattet und positionieren hier ein Werkstück W1, das vorgefertigt ist. Und diese 2 Montagewagen sind auch wieder mit jeweils langen Greifern ausgestattet und positionieren hier oben das schmale Werkstück W2. Und die Schraubensetzvorrichtung kann dann automatisiert dem Magazin Schrauben entnehmen und diese 2 Werkstücke miteinander verbinden. Das ganze System sieht auf den ersten Blick etwas komplex aus, ist es aber nicht. Zuse hat alles auf das Wesentliche reduziert. Er hat die gesamte Maschine im Baukastensystem entworfen, also nur einheitlich Teile und Teilefamilien benutzt. Alle Bauteilverbindungen sind durch Schrauben realisiert. Und er hat der gesamten Konstruktion ein einheitliches Raster zugrunde gelegt, eine ganze Binärzahl in Millimetern. Und Zuse meinte hier im Fall dieser Maschine 4 Millimeter, das war angemessen für eine übersichtliche Konstruktion. So. Zuse hat die Bewegungsabfolge dieser Montagestraße schriftlich festgehalten und wir wissen auch aus einem Schema der Steuerung, welche Schrittmotoren gleichzeitig angesteuert werden konnten, sodass wir die Funktionsweise animieren konnten. Die zeige ich Ihnen jetzt, allerdings im Zeitraffer, denn die ursprüngliche Maschine funktionierte nur in Zeitlupe, wie Zuse gesagt hat. So, das ist also die Maschine. Auf den 4 Schienen 7 Aggregate und zunächst einmal werden alle Baugruppen in Nullposition ausgerichtet. So, jetzt bewegen sich hier die Montagewagen zum Ablageaggregat. Da befinden sich die beiden zu verbindenden vorgefertigten Werkstücke. Und mit ihren Greifern nehmen die Montagewagen das erste Werkstück auf.
Sie fahren es jetzt in die Mitte der Maschine zum sogenannten Montageplatz. Dort wird jetzt das erste Werkstück den zwei spiegelsymmetrisch aufgebauten Bühnenwagen übergeben. Die nehmen das jetzt mit ihren Greifspitzen auf. Montagewagen geben es frei. Und die Bühnenwagen positionieren jetzt das erste Werkstück für die Montage. So, jetzt holen die Montagewagen das zweite vorgefertigte Werkstück vom Ablageaggregat. Jetzt werden die zwei Werkstücke so zueinander positioniert, dass sie verschraubt werden könnten. Jetzt tritt die Schraubensetzvorrichtung in Aktion. Das Werkzeug fährt jetzt in das Magazin für Schrauben, klemmt sich dort in einen Schraubschlitz ein und verschraubt die beiden Werkstücke miteinander. So, jetzt sind die zwei Bauteile miteinander verbunden, also verschraubt. Die Baugruppe wird von den Bühnenwagen freigegeben und von den Montagewagen zurück zum Ablageaggregat transportiert und dort abgelegt. Das ist also, was die Maschine wirklich konnte. Das sehen wir auch an Abriebspuren an der Maschine selber. 1974 war er also soweit, wie Sie es gerade gesehen haben in dem Film. Und Konrad Zuse hatte, wie Sie gesehen haben, eine sehr frühe automatisierte Montagemaschine entworfen und gebaut. Und damals war zumindest in Deutschland die Montage noch nicht automatisiert. Nur einzelne Aufgaben wie Drehen, Sägen, Fräsen oder Bohren. Zuse hatte aber diese Lücke nicht erkannt. Er hatte, wie wir aus seinen Forschungsanträgen wissen, diese Montagestraße als Startsystem eines sich selbst reproduzierenden Systems einsetzen wollen. So, jetzt brauchte er erst einmal wieder eine finanzielle Förderung. Ihm war das Geld ausgegangen. Nach 1974 kam es dann, dass er neue Forschungsanträge stellte und die Gelder sollten ihm nur bewilligt werden, wenn sich eine Industriefirma beteiligt. Hat sich dann an verschiedene Unternehmen gewandt und letztendlich zusammengearbeitet mit der Zahnradfabrik Friedrichshafen AG. Da wurde damals ein flexibel verkettetes Fertigungssystem entwickelt. Zuse allerdings war da eher beratend tätig und seine eigenen Ideen kamen da nicht zur Umsetzung. So kam es also, dass nach 1974 die Montagestraße in Zuses Atelier in Hünfeld eigentlich nur noch vornehmlich als Ablage für Farben oder neue Konstruktionen genutzt worden ist, wie Sie das hier im Bild sehen. Wie sich Zuse aber die Weiterentwicklung seiner Maschinen ursprünglich vorstellte, das hat er in einem Schema festgehalten, das auf 1969 etwa datiert ist. Dieses Schema sehen Sie hier und das möchte ich jetzt mit Ihnen zusammen durchgehen. Hier oben sehen wir eine Normalwerkstatt. Das ist eine ganz traditionelle Werkstatt, in der mit traditionellen Werkzeugmaschinen gesägt, gebohrt und organisiert wird. Diese Werkstatt enthält von außen Rohmaterial und Werkzeuge, verarbeitet das Rohmaterial mit den Werkzeugen und stellt dann vorgefertigte Bauteile her. Hier sehen wir Rahmen, 3 Stück. Die normale Werkstatt kontrolliert vor allem alles Vorgehen in Rahmen 1. Die Rahmen sind, sagt Zuse, die Umweltbedingungen, innerhalb derer die Systeme als selbst reproduzierende Systeme funktionsfähig sind. Also stellt Umweltbedingungen dar. Die sind hier sehr komplex, hier kaum komplex. So, in der traditionellen Werkstatt wird mit traditionellen Werkzeugmethoden
ein Startsystem hergestellt, das Montagevorgänge automatisiert durchführt, wenn von außen die Steuerung gegeben ist. Das ist die Montagestraße SRS 72. So, jetzt können wir uns mal ansehen, wie die sich weiterentwickeln sollte. So, also dieses Startsystem, das automatisiert Montagevorgänge durchführt, bekommt von außen vorgefertigte Bauteile, die alle in der traditionellen Werkstatt hergestellt werden. So. Diese Montagestraße wird von außen gesteuert, erhält von außen Schrittmotoren und auch Unterstützung bei der Großmontage. Wenn zum Beispiel die Montagestraße eine Kopie von sich bauen soll, was ja das Ziel war, dann werden die jeweils 3 Meter langen Schienen durch die Großmontageanlagen bereitgestellt oder Aggregate aufgesetzt. Also diese Montagestraße sollte ein Folgesystem, eine Kopie von sich selbst herstellen und diese Kopie wiederum sollte Montagevorgänge automatisiert durchführen können. So, jetzt sollte aber die Montagestraße nicht immer nur kopieren und kopieren und kopieren, sodass wir am Ende 10.000 Montagestraßen haben, das war nicht der Sinn und Zweck. Sinn und Zweck war, dass diese Folgesysteme zunehmend komplex werden, also nicht nur schrauben können, sondern zum Beispiel auch Löcher selber bohren und Gewinde selber schneiden. Man kann sich also vorstellen, dass bei einem erweiterten Folgesystem neben dem Schraubaggregat auf den Schienen auch ein Werkzeug mit einem Fräskopf oder Bohrer aufgesetzt ist, so dass die Montagestraßen von außen vorgefertigte Teile nach wie vor erhält, aber Teile auch selber fertigen kann. Und wenn sie Teile selber fertigen und montieren kann, dann kann sie auch kleinere Systeme bauen. Und diese kleineren Systeme werden dann hier in Rahmen 2 angesiedelt als verkleinerte Zwischensysteme oder wie Zuse sie nannte, erweiterte Folgesysteme. Dieser Rahmen 2 ist wesentlich vereinfacht. Hier ist nämlich die Informationsweitergabe und die Steuerung schon in den Systemnachbau integriert. Das heißt, die Systeme, die sich hier selbst nachbauen, erzeugen wieder Systeme, vollständig automatisiert, die Werkzeuge selbst herstellen, Teile selbst herstellen und montieren zu noch kleineren Systemen. Und von außen werden diesen Systemen fast nur noch Rohmaterialien zugeführt. Ganz wenige Spezialteile und Spezialwerkzeuge. Also man kann sich ein System vorstellen, das ist dann vielleicht inzwischen nur noch so groß und automatisiert gesteuert, nimmt es von außen Rohstoffe auf, verarbeitet sie und baut ein noch komplexeres, noch kleineres System. Und irgendwann sind die so klein, dass wir hier Produkte als Mikrosysteme haben, so stellte sich das Zuse vor. Nach 5 Jahren sollte aus dem Startsystem, aus der Montagestraße SRS 72, ein Mikrosystem entstehen oder viele kleine Mikrosysteme, die auf kleinstem Raum organisiert in Mikrotechnik neue Systeme herstellen. Also die sollten auf ganz kleinem Raum bohren, schneiden, Tresen, fräsen und montieren und wieder neue Produkte erzeugen können. Nur durch Rohstoffaufnahme. So. Und dieses Konzept hat Zuse hier als Werkstatt unter der Lupe beschrieben. Und das habe ich Ihnen vorhin gezeigt, eingangs auf der Folie, dieses Konzept von Aggregaten, aus denen durch Selbstnachbau eine Fabrik entsteht, die unter Mikroskop arbeitet, hat er schon 1940 festgehalten, diese Idee. Ja, also jedenfalls sollten sich diese Mikrosysteme allein durch Rohstoffzufuhr ausdifferenzieren und vermehren und zu ganzen komplexen Systemen auswachsen. Haben Sie Fragen bis hierher? Nee. Ja? Also dieses Wort Kybernetik hat Zuse, soweit ich weiß, nur einmal in irgendeinem Schriftstück verwendet. Das spielte aber auch gar keine Rolle an diesem Punkt, hatte also keine Bedeutung. Was meinen Sie dazu? Ja. Also Kybernetik spielte, glaube ich, bei Zuse selbst für sich und seine Arbeiten keine Rolle, soweit ich das beurteilen kann. Ja. Ja. Diese Mikrosysteme hier unten am Ende bezeichnete Zuse als technische Keimzellen. Und diese technischen Keimzellen sollten biologischen Zellen vergleichbare Eigenschaften besitzen. Sie sollten Rohmaterial aufnehmen, systemintern verarbeiten und zu ganzen Gebäuden oder Industrieanlagen auswachsen können, vollautomatisiert. Und zwar genauso, wie biologische Zellen organisches Material aufnehmen, verarbeiten und zu vollständigen Organismen wie Pflanzen oder Lebewesen auswachsen. Ich komme hier nochmal auf das Ziel zurück, was Zuse in seinem Forschungsantrag 1970 formuliert hatte und was damals etwas deplatziert oder gar absurd wirkte. Da schreibt er: Der Natur gelang die Entwicklung von biologischen Systemen in Form von Zellen, die imstande waren, sich selbst zu reproduzieren. Das ist die Voraussetzung zur Entwicklung vollständiger Organismen.
Die Entwicklung und Konstruktion sich selbst reproduzierender Systeme hat zum Ziel, diese Phase der biologischen Evolution auf die Technik zu übertragen. Zuse wollte also tatsächlich die Natur nachahmen, und zwar die Phase innerhalb der biologischen Evolution, in der erste Zellen entstanden, die sich selbst reproduzieren konnten, also die Urzelle. Ich möchte jetzt das Schema, was wir gerade gesehen haben, mit Ihnen zusammen noch einmal interpretieren, sodass dieses Forschungsziel Sinn macht, und auf der nächsten Folie aber erst einmal ein paar biologische Begriffe klären. Also wie gesagt, Zuse verglich diese Mikrosysteme mit technischen Keimzellen. Er nannte sie technische Keimzellen, die habe ich hier im Bild veranschaulicht. Hier im Bild links veranschaulicht eine biologische Zelle. Im Zellkern biologischer Zellen befindet sich Desoxyribonukleinsäure, DNS. Das ist der Informationsträger. Die DNS enthält also die Information oder das Programm oder nennen Sie es Fertigungs- oder Bauanweisungen für alle Vorgänge innerhalb biologischer Zellen, aber auch für das Ausdifferenzieren von Zellen. Zuse verglich dieses Programm mit Informationen, die auf Magnetstreifen oder Magnetband oder Lochstreifen gegeben sind, seinerzeit entsprechend. Heute würden wir es einfach Software nennen. Die Mitochondrien in biologischen Zellen verglich Zuse mit kleinen Kraftwerken und Ribosomen mit automatisierten Werkzeugmaschinen. Ribosomen bestehen aus Proteinen und Nukleinsäuren. Und an Ribosomen selbst werden neue Proteine hergestellt. Es gibt unheimlich viele verschiedene Proteine mit unheimlich vielen verschiedenen Funktionen und Aufgaben. Proteine wiederum bestehen aus Aminosäuren und Aminosäuren aus organischen Molekülen. Also organische Moleküle bilden Aminosäuren. Aminosäuren werden aneinandergereiht, nach einer bestimmten Ordnung, nach einer bestimmten Struktur gefaltet und bilden dann spezifische Proteine mit spezifischen Eigenschaften. Das alles war Zuse bekannt, wie wir aus seinen Aufzeichnungen wissen. So, und jetzt sehen wir uns noch einmal das Schaubild an und interpretieren es so, dass das Forschungsziel von Zuse Sinn macht. Und fangen mal hier an. Das Rohmaterial haben wir gerade festgestellt. In der Natur sind organische Moleküle. Diese organischen Moleküle bilden Aminosäuren. Die Aminosäuren ersetzen jetzt hier im Schaubild vorgefertigte Bauteile. Aminosäuren werden nach einer bestimmten Reihenfolge aneinandergereiht und gefaltet und bilden so Proteine, die hier jetzt im Bild die Werkzeuge ersetzen. Denn Proteine haben ja sehr, sehr viele verschiedene Aufgaben. Sie können zum Beispiel Aminosäuren montieren und sie können die Montage der Aminosäuren auch steuern, sodass hier im Schaubild die Montagesysteme durch Proteine ersetzt werden, auch die steuernden Einheiten durch Proteine ersetzt werden und die Information, in welcher Reihenfolge Aminosäuren aneinandergereiht und gefaltet werden, ist in der Natur durch Nukleinsäuren gegeben. Und die hat selbst Zuseher mit Informationsträgern auf Magnetband oder Lochstreifen verglichen. Für diese ganzen Vorgänge wird Energie benötigt, beispielsweise in Form von Wärme. Nun können sich mehrere Proteine zu Proteinkomplexen zusammenlagern und die haben dann wieder Aufgaben und Funktionen und Eigenschaften, die verschieden sind von einzelnen Proteinen. Die Proteinkomplexe können zum Beispiel Aminosäuren selber synthetisieren aus organischen Materialien. So, und aus der Ansammlung verschiedener Proteinkomplexe könnten schließlich erste Zellkompartimente hervorgehen, wie Ribosomen, die aus Proteinen und Nukleinsäuren bestehen und die selber dann Proteine herstellen können. Und am Ende könnte dann durch eine Ansammlung von Zellkompartimenten eine Urzelle hervorgehen, also erstes Leben entstehen. Und diese Urzelle würde dann organische Moleküle aufnehmen, zellintern verarbeiten und durch Ausdifferenzierung zu vollständigen Organismen auswachsen können. An die Stelle der Normalwerkstatt habe ich hier eine Intelligenz gesetzt. Man könnte es auch Zufall oder Schicksal nennen. Es ist bis heute nicht genau geklärt, wie die ersten Zellen tatsächlich entstanden sind oder wie die ersten Proteine entstanden sind, die zur Bildung neuer Proteine Voraussetzungen sind, soweit man weiß. Und wie wir sehen, ist das Ganze eine Art Evolution. Also Zuse hat tatsächlich versucht, wie es in seinem Forschungsantrag 1970 formulierte, die Phase der biologischen Evolution auf die Technik zu übertragen, in der Zellen erstmals imstande waren, sich zu reproduzieren. So, wie kommt er nun auf diese Idee? Woher hat er all diese biologischen Begriffe und wie kommt er auf die Idee, dass er so mikroskopisch kleine, vollständig autarke Systeme baut, die sich selbst reproduzieren und zu kompletten Industrieanlagen automatisiert auswachsen können sollten? Nun, Zuse war eng befreundet mit Johann Gerhard Helmke. Hier sehen wir eine Aufnahme von Konrad Zuse
um 1980 in Kassel zwischen dem Dresdner Computerpionier Joachim Lehmann und Helmut Schreier. Und hier im Hintergrund sehen wir Johann Gerhard Helmke. Und Helmke war Biologe. Helmke war hier in Berlin der Nachfolger von Ernst Ruska, dem Erfinder des Elektronenmikroskops, an der heutigen Max-Planck-Gesellschaft, und zwar am Institut für Mikromorphologie. Später war er auch Professor an der TU Berlin. Und in seiner Autobiografie schrieb Zuse, dass er die Thematik der Selbstreproduktion sehr oft mit seinem Freund Helmke durchgesprochen habe. Also von Helmke wird Zuse einiges über die Bestandteile und Vorgänge innerhalb biologischer Zellen gelernt haben. Aber die Frage bleibt, wie kommt Konrad Zuse auf die Idee, technische Keimzellen zu entwickeln aus einem großen Staatssystem heraus? Diese beständige Auseinandersetzung, glaube ich, mit dieser Thematik liegt in Zuses Weltanschauung begründet. Und die spiegelt sich in seiner Vorstellung eines digitalen Universums, dem er den Namen rechnender Raum gab. Wir haben ja eingangs schon gesehen, diese Idee lässt sich bei Zuse ebenfalls bis in die 1940er Jahre zurückverfolgen. Und bereits damals hatte er in der Auseinandersetzung mit seinen ersten frühen Rechenmaschinen Rechnen für sich definiert. Er hat gesagt, Rechnen bedeutet, aus gegebenen Angaben nach einer Vorschrift neue Angaben bilden. Und die Angaben können alles Mögliche sein. Es geht Zuse also um Zustände jedweder Art, die sich entsprechend vorangegangener Zustände nach einer Vorschrift ändern. So. Dem Namen nach ist also Zuses Universum ein Raum, in dem sich Zustände entsprechend vorangegangener Zustände ändern. Das heißt, die Zustände in unserem Universum zu einem Zeitpunkt T0 bestimmen die Zustände in unserem Universum zum Zeitpunkt T1. Das heißt, die Gegenwart bestimmt unsere Zukunft. Das Universum ist determiniert. Die Zukunft steht also schon fest. Wir können uns das Universum, den rechnenden Raum, ungefähr so vorstellen. Genauer gesagt ist der rechnende Raum ein Zellularautomat mit einer regelmäßigen Gitterstruktur. Zuse nahm die Gitterstruktur wesentlich feiner an als die uns bekannte kleinste physikalische Länge. Also ist dieser Ausschnitt millionenfach vergrößert. Und an den Knotenpunkten dieses Gitternetzes stellte sich Zuse kleine Computer vor. Kleine Computer mit Montage- und Verdrahtungseinrichtung. Die sollten alle miteinander wechselwirken. Und zwar werden über diese Linien Informationen ausgetauscht, Informationen in Form von Bitfolgen. Und die kleinen Computer sollten die Informationen speichern und verarbeiten. Also in diesem Universum ist alles miteinander vernetzt. Und die kleinen Zustände der Computer bestimmen unser Geschehen. Nun, wie entsteht hier jetzt Materie? Dafür entwarf Zuse das Konzept von Digitalteilchen. Und zwar sollten Digitalteilchen bestimmte Muster, also bestimmte Zustandsmuster der kleinen Knotenautomaten sein. Nehmen Sie einfach hier so 5, 6 kleine Knotenpunkte, die bilden ein Muster, das sich durch den Raum bewegt, also ein Digitalteilchen. Und mehrere Digitalteilchen könnten schließlich an einem Ort Muster bilden. Diese Digitalteilchen bestehen natürlich aus Bits, denn diese Digitalteilchen werden ja in den kleinen Computern berechnet. Und das Bit ist in Konrad Zuses Universum der Grundbaustein, der Elementarbaustein der Physik. Und er bezeichnete sie selber als rechnende Atome. Wie sich die Digitalteilchen durch den Raum fortschalten könnten, habe ich in diesem Film mal versucht zu zeigen. Also, sie können sich diagonal durch den Raum bewegen oder geradlinig fortschalten, sich aufeinander zubewegen. Sie können bestehen bleibende Nester bilden, können gelöscht werden. Wenn sie sich aufeinander zubewegen, können sie durcheinander durchlaufen oder... sich gegenseitig auslöschen, weil das Verhalten von Digitalteilchen, die Reaktion miteinander abstandsphasen- und zeitphasenabhängig ist. Ja, und ein Ausschnitt mit ganz, ganz vielen Digitalteilchen könnten wir uns dann also als Materie vorstellen, weil ganz viele Digitalteilchen zusammen vielleicht dann ein Elektron oder ein Proton bilden und noch mehr zusammen dann ein Atom. So, und in diesem Universum ist, wie ich sagte, alles determiniert. Das heißt, die Zukunft steht bereits fest. Denn wie sich die Teilchen durch den Raum bewegen, ist ja abhängig von den Zuständen benachbarter Knotenautomaten, die sich in diskreten Zeitschritten verändern. Das heißt, die Zukunft steht fest. In den 70er Jahren hat Konrad Zuse diesen rechnenden Raum noch einmal abgewandelt, weil er sich den
tatsächlichen physikalischen Gegebenheiten wie der Krümmung des Raums statistisch annähern wollte und hat den sogenannten Netzautomaten entworfen. Der hat eine mehrdimensionale, verzerrte Gitterstruktur, aber das Konzept von Digitalteilchen bleibt erhalten. Das heißt, in Zuses Universum steht die Zukunft bereits fest. So, nun hatte ja Zuse selbst wesentlich zur Entwicklung des modernen Computers beigetragen. Und er hatte alle folgenden technischen Errungenschaften beobachtet und erlebt. Er hat also nicht nur erlebt, wie Telefone, Fernseher und Waschmaschinen in die Haushalte kamen, sondern auch, wie das Verkehrswesen, die Nachrichtentechnik, das Bauwesen durch den Computer verändert worden sind. Und Zuse hat erlebt, wie 1957 der erste Satellit, der Sputnik, ins Weltall geschickt wurde. Und er hat auch erlebt, wie 1969 das erste Mal Menschen den Mond betraten. Und das alles hat ihn natürlich sehr beeindruckt. Er hielt es aber auch für eine logische Aneinanderreihung technischer Errungenschaften. Denn Zuse glaubte, der organischen Evolution auf der Erde folge nun eine technische Evolution. Und umso weiter die technische Entwicklung fortschreitet, desto geringer würde der Abstand zwischen Mensch und Maschine. Wir würden uns unausweichlich auf die künstliche Intelligenz hinbewegen. Und er glaubte, dass auch der Mensch die DNS-biologische Systeme entschlüsselt und verändert, und da sind wir auch schon, so dass einst kybernetische Wesen entstehen. So, wozu das alles? Um das Weltall zu besiedeln, denn das betrachtete Zuse als Ziel der technischen Evolution. Wir werden also ins Weltall fahren. Und, Entschuldigung, nochmal zurück. Sehr, sehr viele dieser Visionen und Gedanken, die Zuse hatte, hatte er in einem Manuskript festgehalten. Das trägt den Titel Information und Evolution und ist datiert auf 1973. Das liegt hier im Nachlass von Johann Gerhard Helmke in der Staatsbibliothek zu Berlin. Und darin befindet sich unter anderem folgendes Zitat. Das Prinzip der Selbstreproduktion ist vor allem in Zusammenhang mit der Errichtung von Bauwerken außerhalb des Planeten Erde von Bedeutung. Dann brauchen wir nämlich keine Bauanweisungen mehr, weil die Bauwerke gewissermaßen aus sich selbst wachsen würden. So, und das ist jetzt eine treffende Überleitung zum Helixturm von Konrad Zuse, seiner allerletzten Erfindung. Die werde ich jetzt Ihnen in den verbleibenden 10 Minuten vorstellen. Auch dieser Helixturm befindet sich heute in der Sammlung des Deutschen Museums in München. Und den hat Konrad Zuse nach Fertigstellung des Nachbaus der Z1-Rechenmaschine für das Technikmuseum hier in Berlin gebaut, 1989 bis 1993 in seinem Atelier in Hünfeld. Dieser Helixturm ist ein rein mechanischer Automat. Hier das Modell HT1 im Maßstab 1 zu 30 lässt sich insgesamt auf eine Höhe von fast 3 Metern ausfahren und ein realer Turm hatte etwa 120 Meter hoch werden sollen. Und die Röhre, diesen Turm, das ist eine Röhre, diese Röhre bilden ausgeschnittene Bleche. Also das ist jetzt ein Blech. Darauf sitzt das nächste Blech, darauf sitzt das nächste Blech. Und diese Bleche hängen im eingefahrenen Zustand des Turms hier in Magazinen um eine zentrale Einheit. Wenn ein Zahnrad durch das Drehen einer Kurbel bewegt wird, ein großes Zahnrad, das sich hier zwischen den 2 Grundplatten befindet, dann bewegen sich alle Elemente dieser zentralen Einheit und in den Magazinen so, dass ein Turm kontinuierlich langsam nach oben wächst. Und wenn man die Kurbel in die andere Richtung dreht, wächst er, dann sinkt er wieder nach unten. Sie werden das nachher noch kurz in einem Film sehen. Zuse selber sagte mal, dass er sich 1993 mit diesem HT1-Modell etwa dort befand, wo er sich 1938 mit der Z1 befand. Also es war ein Konzept in den Kinderschuhen. Er hat dann noch 1993 ein zweites Modell entwickelt, den HT2, wie er das immer gemacht hat, zunächst durch Zeichnungen und einige wenige Bauteile sind gebaut worden, sodass wir die Form der Röhre nachvollziehen können. Hier sehen Sie die Turmelemente, die senkrechte Säulen bilden. Diese senkrechten Säulen sind schraubenwendelförmig miteinander verstärkt. Ein Turmelement im Maßstab 1 zu 1 wäre hier nur noch etwa 2 Meter lang, also so groß wie eine Tür. Beim HT1 wären sie noch 4 Meter lang gewesen. So, und was hier auffällt bei diesem Turm ist, dass es eine sehr materialsparende Leichtbaukonstruktion ist. Und als eine solche Leichtbaukonstruktion provozierte, hat die zwei geradezu einen Vergleich mit Kieselalgen. Kieselalgen wie diese hier, der Gattung Aula coseira. Diese Kieselalge hat hier senkrechte Säulen, die schraubenwendelförmig miteinander versteift sind. Kieselalgen sind pflanzliche Einzeller.
und die bilden ein Stützgerüst aus Siliziumdioxid. Mit der Struktur von Kieselalgen hatte sich Johann Gerhard Helmke, der Freund von Zuse, sehr intensiv auseinandergesetzt, unter anderem in der Zusammenarbeit mit Architekten, wie dem berühmten Architekten Frei Otto. So, ich werde Ihnen jetzt abschließend, ich bin am Ende meines Vortrags, den Helixturm, den HT1 in Funktion in einem Film zeigen und danach beantworte ich dann gerne Ihre Fragen. So, also das sind hier 8 Magazine kreisförmig um eine zentrale Einheit angeordnet. In den Magazinen hängen die Turmelemente. Und zwar hat jedes Magazin 3 parallele Zahnstangen. So, und die bewegen sich so, dass die Turmelemente nach vorne zur zentralen Einheit hinbewegt werden oder von dort aufgenommen und wieder zurückbewegt werden. Indem diese Magazine hier in Steuerflächen eingreifen, die auf Rotorzylindern angebracht sind. Die Turmhöhe ist übrigens variabel. Wenn man mehr Turmelemente hat, kann der Turm höher ausfahren. Und wenn man mehr Magazine hat, dann kann man den Turmdurchmesser vergrößern. Was hier sehr erstaunlich ist, aber das Gleiche hatten wir auch bei der Montagestraße und der Schraubensetzvorrichtung. Zuse fertigt erst die technischen Zeichnungen an, auf denen ist alles drauf. Also ich glaube, zum Helixturm waren es etwa 30 oder 36 Zeichnungen. Der hatte also alle einzelnen Steuerflächen, die Turmelemente, die Gestänge, die notwendig sind, alles drauf festgehalten, hat das in Auftrag gegeben und zu Hause einfach nur noch das System zusammengebaut, ohne etwas verändern zu müssen. So, Magazine sind alle, Turm ist oben. Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, beantworte ich die jetzt gern. Ich wollte nur fragen, Zuse ist ja nicht der Einzige mit solchen Ideen. Es gibt ja auch von Luhmann dieses Konzept der Autopoiesis und ich habe mich nur gefragt, ob er das kannte oder sich einfach bewusst auch nicht drauf bezogen hat, weil die Zeit ist ja schon auch die gleiche. Also bei Zuse, ich habe mir jetzt die Bibliothek, die ich noch in seinem Familienhaus vorgefunden hatte, da hatte er aber schon zahlreiche Bücher verschenkt, oder die, die er selber in seinen Veröffentlichungen zitiert hat, die konnte ich mir ansehen und damit kann ich auch nachvollziehen, welche Bücher er gelesen hat. Und da taucht sowas gar nicht auf. Also von Neumann taucht auf, aber so Soziologie oder, also alles, was eigentlich nicht mit Technik zu tun hat, taucht nicht auf. Ja, eher so Zeitschriften, in denen dann NASA-Projekte beschrieben sind, die zur Mondlandung führen oder so. Danke. Das klingt erstaunlich verwandt zu Ideen, die sozusagen protokybernetisch sind. Aha. In Deutschland heißt das dann Regelungstechnik. Aha. Und die Person, die da wichtig ist, gerade 41, deswegen finde ich das sehr spannend, dass sozusagen die Grundlagen aus den 40ern sind, ist Hermann Schmidt, der auch an der TU Berlin ist. Also auch da ist die Frage, vielleicht gibt es da sozusagen örtliche Übereinstimmungen. Schmidt kriegt 41 sogar einen eigenen Lehrstuhl dafür. In Berlin. In Berlin an der TU. Und macht das Ganze dann nach dem Krieg 1953 auch nochmal mit richtiger Prominenz, also unter anderem mit so Leuten wie Arnold Gehlen, also so einem Soziologen und also sowohl in den 40ern als auch in den 50ern schon mit Biologen zusammen. Und vieles davon, was Sie hier gezeigt haben, sieht zum Beispiel sehr nach dieser alten kybernetischen Idee der Isomorphie aus, die auch Schmidt damals schon so formuliert hat. Nur Schmidt selber benutzt auch das Wort Kybernetik nicht. Das ist aber Das haben viele nicht gemacht. Ja. Und auch spannend, dass diese Idee, ins Weltall zu fliegen,
das bringt dann nochmal eine ganz andere Verbindung zu so etwas wie Kybernetik, denn 61 schreiben ja Kleins und Klein diesen berühmten Aufsatz, wo sie zum ersten Mal mit der Idee des Cyborg um die Ecke kommen. Und da machen sie da aber schon ganz klar diese Mensch-Maschine-Kopplung auf. Aber auch ganz klar mit dem Ziel, um ins Weltall zu fliegen. Und vieles von diesem Diskurs findet eben ganz klar auch in technischen Zeitschriften statt. Also die VDI-Zeitung zum Beispiel. Deswegen wäre es da mal spannend zu sehen, ob Zuse das rezipiert. Also für das, was ich jetzt hier zusammengetragen habe, standen oder habe ich die Informationen eigentlich aus dem Archiv im Deutschen Museum. Das hat den Nachlass von Konrad Zuse 2010, glaube ich, oder 2007, ich weiß nicht mehr genau, nach 2000 erhalten. Den kompletten schriftlichen Nachlass und dann hier den Nachlass im Archiv von Johann Gerhard Helmke, von den Biologen. Dann war ich im Familienhaus in Hünfeld ein paar Mal, habe mich mit dem Sohn Horst Zuse unterhalten. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass Zuse immer sehr zurückgezogen gearbeitet hat, kann man sagen. Also er hat so seine Ideen für sich behalten und hat die nicht so nach außen getragen, nicht so kommuniziert. Also auch seine Forschungsanträge oder Aufsätze, die er schreibt, viele davon sind überhaupt nicht veröffentlicht. Die formulieren eher so naiv und kindlich und ohne so analytisch hergeleitete Dinge zusammenzutragen, zu einem Ergebnis zu kommen. So irgendwelche abstrakten Ideen. Aber es wirkt halt alles sehr undurchdacht. Ich glaube, bei ihm war echt so, er hat ja selber mal gesagt, er wurde mal gefragt von einem Reporter, warum haben Sie denn Dinge erfunden? Und Konrad Zuse hat gesagt, naja, es gab nicht etwa die Notwendigkeit, etwas zu verbessern oder auszudenken. Es hat einfach aus mir herausgefunden. Erfunden. Also es war eher so ein, ich mach mal und dann, wenn die Leute sehen, was ich Tolles gebaut habe, dann wird es die bestimmt überzeugen. Das hat halt nicht immer geklappt und ich glaube, er war ja in der Computergemeinschaft sehr angesehen, weil er mit der Zuse KG so groß geworden war und den ersten modernen Computer vielleicht gebaut hat. Aber so ein Kontakt zu Biologen ist eigentlich fast nicht nachweisbar, außer über Helmke und er ist in dieser Richtung auch nicht ernst genommen worden, denn er war ja Bauingenieur und Computerbauer, aber er war nicht Biologe oder irgendwas anderes, also was Fachfremdes. Und damals, glaube ich, waren diese Bereiche noch sehr stark abgegrenzt. Ja. Sie hatten ja aber davon noch gesprochen, selbst von Kybernetik und den zellularen Apparaturen. Zellularautomaten? Oder? Zellulare Automaten. Aber Sie haben ja selber das Wort Kybernetik benutzt. Habe ich? Ja. Ich glaube nicht. Ja doch, deswegen frage ich ja nach. Ups, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich das Wort Kybernetik benutzt habe. also das Wort, ich habe mal kurz versucht, Zuse in irgendeinen Zusammenhang zu Kybernetik zu setzen. Das ist mir ehrlich gesagt nicht gelungen. Es gibt da ein Buch von 2008, glaube ich, von Naumann, der auch nochmal zu dem Schluss kommt, dass Kybernetik bis heute ein nicht fest eingegrenzter Begriff ist. Man ist in diese Richtung reingerutscht und es wurde später Kybernetik genannt und ich habe dann irgendwann aufgehört, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil ich glaube, das ist eine einzelne Forschungsarbeit, Zuse als Kybernetiker. Das ist wirklich ein interessantes Thema, aber ich möchte mich jetzt hier auch nicht aufs Glatteis bewegen. Das wollte ich auch mit meiner Arbeit nicht machen. Ich habe eigentlich dazu jetzt gar nichts weiter zu sagen. Ja, ich möchte mich davon ein bisschen ab. Ich wollte es nicht in eine Frage kleiden, sondern nur kommentieren, die beiden Vorredner. Der Herr Schmidt ist mir auch gleich eingefallen, der hat einen bemerkenswerten Aufsatz geschrieben. Ich weiß nicht, ob Zuse das auch so formuliert oder gedacht hat. Und der nennt sich, glaube ich, was nicht regelbar ist, muss regelbar gestaltet werden. Sozusagen Anfang der 40er Jahre noch eigentlich in den Kriegswirren, die Wienerschen Gedanken vorweggenommen, in einer sehr klaren ingenieurtechnischen Sprache und das als Forderung auch aufgemacht für die Weiterentwicklung auch von Technik. Zu dem Einwand Luhmann. Luhmann hat ja meistens aus zweiter und dritter Hand dann sich auch versorgt, ideengeschichtlich. Die biologischen Dinge gehen meines Erachtens auf Varela zurück. Maturana, die hat vermutlich Zuse nicht gelesen, aber in den 40er Jahren gab es einen amerikanischen Biologen, der aus Ungarn stand, Bertha Lanfi, der sozusagen auch aus der biologischen Sicht die Systemtheorie vorbereitet hat, indem er genau versuchte, eben mit mathematischen Methoden Zellwachstum zu beschreiben. Und daraus konnten ja alle dann schöpfen, unter anderem Luhmann. Aber das hat mit der Soziologie herzlich wenig zu tun. Danke. Wer will? Ja, Horst Zuse ist mein Name, ich bin der älteste Sohn.
Ich habe das mit großem Interesse gehört, was Sie heute vorgetragen haben. Ja, ich kann beipflichten, was Sie gesagt haben. 1957 war es hier in Berlin. Die Stadt war noch zerstört. Die Ehrendoktorwürde an meinen Vater. Ich war dabei. Und die Ehrendoktorwürde hat er bekommen für die Auslieferung der Z22, also der elektronischen Rechenmaschine, ja, die erste an die TU überhaupt. Und ja, ich kann mich entsinnen an den Vortrag, wo Sie heute drüber referiert haben. Ich war 12 Jahre alt und im Nachhinein, und wer den Text haben will, schicke mir bitte eine E-Mail. Ich habe mich gewundert, dass die Professoren ihn nicht rausgeschmissen haben. Was er hier erzählt hat, was Sie heute hier erzählen, das hat er damals erzählt. Und als 12-Jähriger habe ich mir gedacht, die schmeißen den gleich raus, das geht nicht. So, mehr will ich eigentlich nicht sagen, außer dass morgen um 11 Uhr die Maschine Z3 hier im Nebengebäude, im Hauptgebäude von mir vorgeführt wird. Kommen Sie gerne. Und da gibt es auch Prospekte dazu und so weiter. Ansonsten nochmal herzlichen Dank. Zurück an Sie. Danke. Ich hatte noch mal eine Frage. Zu dem Helix-Turm, also zwei Fragen eigentlich. Ist irgendwas bekannt, wozu der gut war? Also, und das Zweite ist, was ich merkwürdig finde, ist, dass jemand sozusagen 30 Jahre später fast die gleiche Technik benutzt wie bei der Z1. Mhm. Also wie kommt das, dass sozusagen 30 Jahre irgendwie so ausgeblendet sind, wo viele andere Möglichkeiten aufgetaucht sind und offensichtlich verworfen wurden? Also zur ersten Frage. Zuse hatte damals zwei Patente auf Windkraftanlagen eingereicht. Und zwar Windkraftanlagen, weil er sich dachte, ein Rotor oben drauf gesetzt. Heute ist es ja so, dass man Windkraftanlagen aufwendig transportieren muss, diese Türme. Da müssen ja Straßen nachts zum Teil gesperrt werden. Und in unwegsamem Gelände kann man gar keine Windkraftanlagen aufstellen. Aber man könnte so einen elementierten Turm einfach auf einen Lastkraftwagen hinten drauf und dann in die Berge fahren. Und dort könnten einfach zwei Leute diese Teile in die Magazine hängen. Und dann würde der automatisiert mit einem Motor gesteuert nach oben fahren. Und wenn ein Sturm kommt, dann könnte er einfach durch die Gewichtskraft eingefahren werden. Ich glaube aber, dass er diese Anwendung auf Windkraftanlagen nur gemacht hat, weil er wieder eine finanzielle Förderung gebraucht hat. Hier hatte er also das Vorhaben, dass er mit der Fertigstellung des HT2 eine erneute finanzielle Förderung beantragt. Weil ich habe mit einem Lehrstuhl für Baurobotik an der TU München zusammengearbeitet und dort der Professor Bock war wesentlich an der Erarbeitung oder Einrichtung dieser automatisierten Hochbaustellen beteiligt, die heute bereits in einigen Ländern existieren. Das heißt, dort wachsen Gebäude langsam robotergesteuert nach oben. Und wenn man sich die Hülle anguckt, dann sieht es auch wieder so wie eine elementierte Leichtbaukonstruktion wie der Helixturm aus. Also da kann ich auch gleich jetzt auf die zweite Frage eingehen, warum Konrad Zuse da so eine große Entwicklungslücke hat. Ich glaube, es ist gar keine Entwicklungslücke. Konrad Zuse hat einfach gerne gebastelt und erfunden. Also wie ich sagte, es hat einfach aus ihm heraus erfunden. Was allen seinen Konstruktionen gleich ist, ist, dass sie anfassbar sein müssen. Also er muss sehen, was passiert, sonst versteht das nicht. Und er bastelt auch mit den Dingen, die er anfassen kann, Dinge, die ineinander greifen, also mit mechanischen Sachen. Er war ein mechanisches Genie. Aber er hat zum Beispiel selbst mal einen Personalcomputer bekommen von Siemens zum 60. Geburtstag, glaube ich. Den hat er kein einziges Mal angeschaltet. Den hat er nämlich nicht verstanden, weil er konnte ja nicht sehen, was da drin passiert. Er hat einfach nicht verstanden, wie er diesen Computer benutzen sollte. Ja, und dann sehen Sie sich mal die Z1 an. Sowas hat er sich dann aber ausgedacht, weil dann eben nachvollziehbar ist, welche Bauteile ineinander greifen. Das kann man auch, das ist all seinen Konstruktionen gemein. Man kann bei all seinen Erfindungen sehen, wenn man ein Bauteil bewegt, was dann passiert und was am Ende rauskommt. Also es sind Automaten und man sieht, wenn der eine Zustand sich ändert, dann haben wir am Ende einen anderen Zustand, dann kommt das Ergebnis raus. Und diese lange 30-jährige Lücke, nach der Sie fragen, also diese eine Montagestraße war also erst mal 1974 so weit entwickelt, dass sie im Atelier stand. Dann ging diese Zusammenarbeit mit der Zahnradfabrik Friedrichshafen AG bis in die frühen 80er Jahre. Da war er also beschäftigt. Und dann beginnt ja schon Mitte der 80er Jahre der Nachbau für die Z1 hier fürs Technikmuseum in Berlin. Also ist da eigentlich kaum eine Lücke. Ja, ich
wollte nur auf zwei Sachen hinweisen. Zunächst mal in den 50er Jahren war ja so ab 55, 56 die Idee des selbstreproduzierenden Automaten bekannt. Mhm. Also John von Neumann und dann hat das mal im Scientific American gestanden, in mehreren Artikeln. Und dann ging das sogar in die populäre Presse, also selbst bis in die Zeitschrift Hobby 58. Also so unbekannt war das nicht. Das zitiert Zuse sogar, ja. Ja. Und zweiter Punkt, das Problem beim rechnenden Raum ist eigentlich, dass Zuse das nur im 2D-Bereich gemacht hat. Mhm. Und bei 3D hat er zumindest nichts veröffentlicht. Ich glaube aber, wenn Sie mal all seine unregistrierten Notizzettel durchsehen, da findet man manchmal so Zeichnungen, die danach aussehen, als hätte er sich bemüht, dreidimensionale Digitalteilchen zu entwerfen. Mhm. Nur das ist dann auch selbst ohne stenografische Sachen, nur mal man ahnt, das könnte in diese Richtung passen. Also das würde vielleicht sich nochmal lohnen zu erforschen. Mhm. Ja, danke. Sie haben vorhin, als Sie über die Grafik mit dem selbstreproduzierenden Maschinen gesprochen haben, bei der Interpretation das Wort Evolution benutzt. Das kann ich an der Stelle nicht nachvollziehen, weil diese selbstreproduzierenden Maschinen sind ja strikt deterministisch. Ich kann ja schon in die erste Bauanleitung reinschreiben, die nächste Generation ist nur noch halb so groß und das wird dann immer kleiner, logisch. Evolution ist aber gerade nicht deterministisch, die ist zufällig. Das stimmt. Nun, in Zuses Universum ist sie ja nicht zufällig. In Zuses Universum ist sie ja determiniert. In Zuses Universum, also in dem sich Zustände nach vorangegangenen Zuständen verändern, ich glaube, er hat es anders betrachtet. Er hat es in diskreten Entwicklungsschritten beobachtet. Ja gut, man kann natürlich sagen, in Zuses Universum ist deterministisch. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber das reale Universum ist, da wir ja tatsächlich davon Evolution sprechen können, ist es ganz offensichtlich nicht. Das ist eben ganz offensichtlich irgendwie statistisch zufällig. Ja, ich habe diesen Fall Evolution dahin gemacht in Zuses Interpretation, weil er ja gesagt hat, dass er die Evolution nachahmen möchte. Genau. Danke. Gut, dann keine weiteren Fragen. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.